Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge sind wir auf die 60 Kilometer hochgeglitten und werden uns heute wieder den Forderungen widmen, die wir haben. Eine davon ist es, mit 3 Treibstofftanks nach oben zu fliegen, mindestens 10 Kilometer zu erreichen. Führe dies 2-mal unterschiedliche Male im Flug aus. Okay, muss gerade gucken, weil hier steht ja, wir sollen Tanks entkoppeln und 2-mal durchführen. Ich würde, wir bauen erstmal wieder ein komplett neues Blatt. Wie will der, dass wir die Tanks... Leere einen Treibstofftank völlig. Er verwendet den Entkoppler, um die Rakete in 2 Teile aufzuspalten. Eins sollte einen leeren Treibstofftank enthalten, das andere einen gefüllten Treibstofftank und ein Triebwerk. Führe dies 2-mal unterschiedliche Male im Flug aus. Erreiche 10 Kilometer. Also rein theoretisch, wir haben den Entkoppler jetzt. Kinetik. Wir sollen immer noch den hier verwenden. Und das Ding ist ja immer noch eigentlich riesig. Weil das können wir nicht einfach mit so einer PVC-Pipe verwenden. Das ist einfach größer als wie das da. Ah! Ah, schwebendes Teil, aber das muss ich. So, wir nehmen also. Wir gehen mal wieder auf Holz. Wir versuchen mal so eine simple Rakete wie Mörder. Nee, machen wir nicht. Das kommt alles weg. Und wir brauchen als erstes das hier. Dann brauchen wir Let's Nose. Und dann die großen Raketenteile. Wo sind denn die hier? So. Klack, gleich angebunden hier. Und dann gibt es unten die großen Flaps. Das sollte passen. Dann ist das die Hauptrakete. Und wir bringen links und rechts davon die Entkoppler an auf der Höhe. Erst einmal um 180 Grad drehen. Auch so einsetzen. Gut. Und dann verwenden wir links und rechts hier. Obwohl, wir können das Konstrukt einfach nachher kopieren, weil es wird relativ simpel sein. Das soll der ganze Trick dahinter sein. Und im Grunde unten das Triebwerk ansteuern. Wo ist denn das Triebwerk? Triebwerk hier. Wir nehmen das große Triebwerk und setzen das hier rein für die Steuerung. Und dann können wir das hoffentlich hier so verbinden. Genau. Und da gibt es jetzt dann dazu noch die passenden Tanks. Dann müssen wir natürlich die passenden kriegen. So. Dann schauen wir, dass wir das hinkriegen. Zack. Und machen dann unter hier. Was haben wir hier? Diplo-Sauerstoff-Injektor. Dann müssen wir dazu. Lass mich kurz überlegen. Wie machen wir das jetzt am schlausten im Grunde? Am schlausten wäre es, wenn wir ein Tor hier oben reinbauen würden. Hier oben. Problem ist, wir können ja nicht.
Irgendwie müssen wir das so machen und dann noch einen dazu. Das wird noch eine sehr interessante Sache dabei. So, warte mal. Ah, hier erstmal müssen wir das Ding hier natürlich einbauen. Weil das benötigen wir so oder so. Und das müssen wir natürlich auf beiden Seiten einbauen. Jetzt schauen wir, dass das natürlich auch gut klappt. Und ich habe die Verbinder hier falsch rum eingesetzt. Die müssen wir einmal in sich drehen. So, jetzt wartet mal kurz. Lasst mich kurz denken. Wir müssen dich hier 180 Grad drehen. Und dich auch einmal 180 Grad drehen. Das ist gerade komplett einfach nur falsch rum eingebaut. Auch nicht schlecht. Nee. Nee, und dann müssen wir das jetzt. Gott, wie mache ich das jetzt? Ich muss gerade irgendwie schauen, weil ich muss die beiden ja mit reinkriegen. Aber gleichzeitig im Grunde irgendwie den da oben. Im Grunde kann ich den schon davor mit rein tun, weil. Aha. Ich kann ja einfach. Ach, geht das jetzt überhaupt aus? Komme ich hier irgendwie durch? Aber auch nur gerade so. Und dann machen wir jetzt zwei Dinger rein, zwei von denen. Und den einen geht das so dran. An den anderen von hier so dran und hier so. Und dann kommen wir von hier aus in die Pumpe. Und dann von hier aus in die Pumpe. Schaut mir doch nach einem plausiblen Weg aus. Aber Leute, ich muss kurz eine Pause machen. Muss ich was nachschauen. Also, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Kurzes Serverproblem. Wir werden jetzt mal diese Monstrosität hier ausprobieren und sie einfach mal bauen und schauen, wie. Ach, scheiße, ich hab vergessen, die Buttons zu stellen. Ja, toll, wir können zurück ans Zeichenbrett. Wartet. Wir stellen dich hier auf die 2. Dich hier auf die 3. Und dich hier auf die 1 in Ordnung. Dann sollte das ja passen. Rein theoretisch werden jetzt beide selbst gleichzeitig gezündet, aber das sollte. Ich weiß nicht, wie das Spiel das jetzt erkennt, sozusagen, was wir gemacht haben. Also unsere erste Rakete mit Seitentanks. Let's go. Und tschüss. 1. Ob wir so 10 Kilometer erreichen, ich weiß es ja nicht, aber es schaut gut aus. Und wir haben 10 Kilometer erreicht. Hey! Mir mag keiner sagen, dass das nicht funktioniert hat. Es war zwar natürlich mit Holz und der Druck war viel zu hoch, vor allem mit der Pumpe drunter, aber es ist geflogen. Und das ist alles, was wir wissen mussten. Hui, wo fliegen wir denn noch? Welche Geschwindigkeit haben wir? Okay, wir sinken wieder, aber 20 Kilometer mit dem Billigschrott sozusagen. Ist doch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Da haben wir wesentlich schlimmere Sachen schon gemacht. Zoom. Der Sound. Unten siehst du gar nichts mehr. Oh, wackeliges Bild.
Also was man für dieses Spiel noch bräuchte, wäre ein Upgrade für die Kamera, weil das, man muss ehrlich sagen, das Overlay ist so schön scharf, aber das Bild selber von deiner Rakete und alles ist immer so grisselig. Ich weiß nicht, ihr seht es glaube ich auch beim Video, aber es ist schon nicht schön teilweise zum Anschauen. Ich weiß nicht, wieso man das so macht, weil das ist eigentlich, wenn du das noch ein bisschen geschärfer hättest, wäre das bestimmt mega cool. Zum Anschauen. Also das ist jetzt hier oben zum Beispiel vollkommen okay. So. Das schaut voll gut aus. Aber du siehst auch diese Grisseligkeit. Warum ist es so grisselig? Ich verstehe es nicht. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es verringert sich sogar von der Geschwindigkeit her. Wahnsinn! Es verringert sich die Geschwindigkeit. Finde ich geil. Wir haben seltene Texturen. Ja, dann laden wir doch das Video mal hoch. Reservekanister. 5 von 5 Treibstofftanks. Verwendung von zwei unterschiedlichen Unterteilen. Noch nicht verwendet. Doppellauf. Das ist doch ein cooles Bild. Schauen wir, was da jetzt rauskommt. Hochgeladen, Kombination seltsam und wild. So, okay. Fortsetzen. Erinnert mich an die 6. Klasse und wir haben Raketen in der Schule. Ich packte absichtlich einen Fallschirm, sodass es nicht eng. Und wir kriegen Nachrichten. NSA-Finanzierung. Unsere ehrgeizigsten Satelliten haben das ganze Gebäude, das wir angemietet haben, das kostet mich einen Haufen Kohle. Kann ich mir vorstellen. Ich habe hier viel investiert, weißt du. Ich habe ein paar Kredite aufgenommen, aber so langsam bin ich ganz irgendwann mehr Geld beschaffen. Wie viel Geld brauchst du? Um alle Kosten und Kredite zu decken, die ich für dieses Projekt aufgenommen habe, etwa 300.000 Dollar. Das sollte ungefähr hinkommen. Das ist ein Haufen Kohle. Ich weiß nicht, woher ich es nehmen soll. Stark Connect ist auf mich zugegangen. Sie wären bereit, die NSA zu unterstützen. Sie haben das Geld, das wir brauchen und noch viel mehr. Natürlich würde das bedeuten, dass sie in diesem Projekt sind. Ich glaube nicht, dass das der NSA-Community gefallen würde. Ist eine extreme Lösung, aber im Augenblick sehe ich einfach keinen anderen Weg. Ich will nicht, dass wir nur wegen fehlender Mittel scheitern. Wir sind doch schon so weit gekommen. Na dann, viel Glück bei den Verhandlungen mit Star Connect. Star Connect könnte ein guter Partner sein. Das ist mich wichtig, oder? Ich weiß nicht. Deine Investition könnte den Next Space Rebels helfen, ihre Ziele zu erreichen. Bedeutet uns viel Geld. Meine Herausforderung hängt dir sicher schon zum Hals. Meine Herausforderung hängt ebenso wie meine Warnung und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Aber nur so können wir sicherstellen, dass du perfekt auf die letzten Aufgaben vorbereitet bist. Ich bin inzwischen leid gewöhnt. Ja, du gehst mir ganz schön auf und sagst, ich bin leid gewöhnt. Schön, dass wir weitermachen. Gefällt mir. Dieses Mal musst du wieder zwei Treibstoffe entkoppeln. Aber du musst drei verschiedene Triebwerke verwenden. Natürlich nicht gleichzeitig eins nach dem anderen. Das entartet langsam zu einem Mathe-Test aus. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Oh, die liebe ich besonders. Oh, und noch ein Tipp. Wenn du den Treibstoff abwirfst, wirfst auch das gebrauchte Triebwerk ab. Das fällt mir auf, wenn du all das richtig machst. Solltest du eine Rakete haben, die aus drei kleineren Raketen besteht, ziemlich cool, oder? Ich bin begeistert. So, okay, da habe ich mir sogar eine Vorstellung schon gemacht. Wo sind das jetzt wieder? Raketensteuerung, nee, oder? Nee, das ist. Möchte gern NSA, NASA. Das werden wir jetzt mal machen. Und dazu verwenden wir. Aber wenn wir die NSA-Teile jetzt, ne? Das darf ich nicht vergessen. Wir bauen diesmal mit NSR.
zwei Bomben, das ist die oberen, das obere Stück der Rakete. Große Füße, das sind kleine Flügel. Oben kommt ein anderes Triebwerk rein. So. Ich muss natürlich schauen, dass das alles passt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß zum Beispiel. Aber ja, das ist ja noch größer. Triebwerk. 1400, 3000. Ich will dann ein sehr kompaktes Triebwerk eigentlich reinpacken. Und oben noch ein Glockentank. Na, das ist zu groß einfach, scheiße. Passt du hier oben rein? Ich muss nicht dazwischen noch diesen unseren netten Ausgang reinpacken irgendwie. Das wird das Lustige. Wir brauchen dazwischen dich hier. So, das ist das obere Stück. Und dann brauchen wir die Kinetik. Den Koppler. Ich hoffe, das funktioniert echt so, wie ich es mir vorstelle. dann gehen wir wieder auf die NSA-Teile. Ich stelle mir eher vor, dass das gleich so richtig wobbeln anfängt. Irgendwie. So, dann brauchen wir dann noch ein paar Teile. Ne, das nehmen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir noch so ein Standardteil. Und dann unten natürlich die kleinen Flügel. So, und da kommt jetzt die Mixtur zum Vorschein. Und zwar oben kommt ein Sauerstofftank rein. Dann tun wir unten unsere tollen Triebwerke rein. 1400, das ist 3000, das ist 22. Ich würde nicht gern zwei von hier unten verbauen, aber ich glaube, das ist nicht so die Funktion, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber probieren wir es einfach mal. Und dann Treibstoff in Massen. Jetzt brauchen wir natürlich nur die passenden Tanks dann dafür. Du brauchst passende Tanks dafür, die es auch zulassen, dass du dazwischen das durchschiebst. Oder war noch eine bessere Idee, wir machen den großen Tank nach oben und den Sauerstofftank hier unten rein zum Einspritzen. Hä, wenn er nicht so groß wäre. Problem ist wahrscheinlich, ich kann das hier nirgends lang führen, weil. Scheiße. Du bist auch ein bisschen zu groß. Die kriege ich nichts vorbei. Das geht auch nicht. Ich will auch nicht wieder die kleinen Tanks nehmen rein, theoretisch. Das ist doch wieder schon genau das, was ich eigentlich nicht will. So, probieren. Was ist, wenn ich hier doch den Tank eigentlich nur so einen Millimeter nach drüben. Dann kommt hier ein Verbinder rein. Und dann machen wir das so, dass Kabel ganz außen rum läuft und du direkt
eine Verbindung noch darstellst. Und dann brauchen wir unten noch den Injektor. Und den Teiler. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Wahrscheinlich, weil es genau wie die Bindung lag oder sowas. Geht doch. So. Und jetzt brauchen wir noch zwei Tore hier links, rechts. Scheiße, das geht natürlich nicht. Geht es vielleicht, wenn ich jetzt hier... Ich gehe von hier erstmal außenrum an dem Tor vorbei und platziere das da. Und dann sollten die Triebwerke eigentlich zünden. Rein theoretisch gedacht. Gott, die Rakete wird groß. Und wenn ich dann hier wieder drauf gehe. Muss ich das natürlich auch nochmal um 180 Grad drehen. Dann kommen da auch nochmal zwei Booster-Raketen dran. Zwei so Riesen. Wir übertreiben gerade überhaupt nicht oder so. Und grundsätzlich würde ich gerne das komplette System bis dahin übernehmen. Irgendwie. Soweit halt möglich, ne? So. Dann drehen wir das Ganze einfach. Und setzen unten. Hör, meine Komplexität ist... Ich hab's viel zu komplex gebaut, scheiße. Okay, vielleicht lasse ich das hier mit einem Triebwerk nur machen. Und wir schauen, dass wir die Verbindung hier hinstellen können. So. Dann machen wir... Laut Kinetec ich greife es nicht so hier so und machen hier zwei Holzbooster dran, so richtig fette, warte mal, so hier natürlich keinen seitlichen Verbindungspunkt, was natürlich wieder genial ist. Da tun wir jetzt einfach, wenn das funktioniert, hier den Treibstoff. Ah, der ist so also groß. Ah, der ist noch größer. Jetzt werfen wir jetzt die Bolts rein.
Die Komplexität geht schon wieder zum Ende. Scheiße. Kann man nicht einfach das Teil nehmen? Ich denke, sie umdrehen um 180 Grad und ich mache da dran einfach einen Booster unten dran. Und da unten nochmal ein Triebwerk dran. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Scheiße. Ich habe viel zu komplex gebaut wahrscheinlich. Ich will jetzt trotzdem mal die Rakete probieren. Rein theoretisch, wenn ich dich hier... Nein, das Tor wird mit der 1 geöffnet, in Ordnung. Und das Tor wird mit der 2 geöffnet. Trotzdem bräuchte ich irgendwo noch einen Buchstaben. Ich könnte höchstens... Es ist eh klar, ich muss hier irgendwo das ranbauen. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass wir links, rechts... hier versuchen, die Klemmen dran zu setzen. Wir setzen das hier aus. Starten Sie jeden Motor mit jetzt einmal. Wir setzen das Ding direkt hier dran, weil es startet dann mit beim normalen Start. Und wir bauen ihn hier einfach links, rechts, zwei Mini-Booster. Die einfach den Start unterstützen und fertig aus. Aus. Mittelsender. So. Und dann kommt da oben ein Treibstofftank rein. Und dann einfach klack. Und das 6, wir haben schon wieder übertrieben. Kommt diese hohe Komplexität her? Oder machen einfach hier kleinere Tanks rein. Ich kann nicht mal zwei Tanks davon reinbauen. Das ist doch Algenfass. Viel zu viel Komplexität hier. Wenn ich die eine Seite wegmache und sage, ich tue jetzt hier, keine Ahnung, so einen Tank rein, steck da das Kabel an, nehme aber das ganze Teil. Macht es so. Das sollte doch gehen, rein theoretisch. Also echt mal eine komplett crazy Rakete. Auslösen durch 3. 3 und du bist da oben 1. 3 und 1. Okay. Bauen wir das ganze Ding doch mal, würde ich sagen. Die größte Rakete ever bis jetzt. 3, 2 und 1. Scheiße. Nur ein Triebwerk läuft. Uff. Okay, zurück zur Konstruktion. Es darf nur ein Triebwerk laufen, das habe ich total vergessen. Und was ist, wenn wir das als Final Stage machen, das Holzding? Also ganz andere Idee, sagen. Wir setzen dich oben auf die Spitze drauf. Wir wollen natürlich oben noch ein Stück NSA dran.
Da sitzen wir. Oh nein. Das war jetzt nicht der Plan, aber okay. Wir machen es oben relativ anders jetzt. Wir machen oben vielleicht. Das sind ein paar von den Teilen verwenden. Geht das? Ja, das sind einfach so Endkappen. Ich glaube, das sind Endkappen. Wir bauen da nochmal ein relativ altes Triebwerk einfach ein, würde ich sagen. Das hier. Soll da drin dann einfach laufen. Es kriegt ein Verbindungselement und einen Treibstofftank. Und das ist alles. So eine Treibstoffkette jetzt. Und wir bearbeiten es so, dass das dann mit der 2 zündet und bauen das mal. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Bin gespannt. Ich weiß nicht, wie stabil die halt ist. Und let's go. Okay, wie war das? Okay. Die Rakete fliegt gut, die fliegt echt gut. Okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Okay, das war ein Fehler. Entkopplung eines Motors. Okay, nochmal. Zurück zur Konstruktion. Wie war das gemeint? Entkopplung. Verwende den Entkoppler, um einen Motor fallen zu lassen. Einen Motor? Was für den Motor? Motor? Was für ein Motor? Achso, ein Motor. Verwenden. Also du warst auf Auslösung 1 und dann muss ich dich hier auf Auslösung. Du warst auf Auslösung 3 schon. Auslösung 2. Dann geht es schön in einem durch und wir sollen den Motor fallen. Starten Sie jeden Motor mindestens einmal. Verwende nicht mehr als ein Triebwerk zur gleichen Zeit. Verwende den Entkoppler, um einen Motor fallen zu lassen. Um einen Motor fallen zu lassen. Zählt es nicht? Oder muss ich dann hier sagen, okay, ich mache jetzt doch 3 draus und lasse halt erst den Motor fallen? Probieren wir es nochmal. Also 1, 3, 2 in dem Fall. Let's start again. 1. Nächstes Triebwerk zündet. Entkopplung eines Motors. Dann muss ich den Motor jetzt sozusagen extra machen unten zum Beispiel. 3, 2. Vertikal. Ah, es hat auch geklappt. Entkopplung hat jetzt gegolten. Aber interessant. Wir haben sehr vertikalen Flug, kann es sein? Ja, relativ stabil auch. Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass wir sozusagen die Motoren in Zukunft lenken und dann, die Folge ist lang geworden. Wie war das? Ich mache eine kurze Folge. Jetzt haben wir eine 30-Minuten-Folge draus gemacht. ja, Leute. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.